Hallo liebe Bücherfreunde, mein Name ist Anni. Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin, seit ich denken kann, ein riesiger Fan der griechischen Mythologie bzw. Mythologie im Allgemeinen, aber die alten Griechen, die haben es mir doch immer am meisten angetan. Ich weiß nicht so genau, wann das gestartet ist, was der Auslöser gewesen ist, aber ich weiß, dass ich schon immer in meinem Leben total interessiert daran war, mehr über die griechischen Götter zu erfahren, welcher Gott für welche Kräfte steht und für welche Mächte und für welche Themengebiete. Und deswegen habe ich heute ein Video vorbereitet, in dem ich euch meine liebsten mythologischen Retellings vorstelle. Jede Menge Bücher, die sich mit der alten griechischen Götterwelt beschäftigen. Mit ganz verschiedenen Ansatzpunkten und ganz verschiedenen Inhalten. Und damit legen wir jetzt los. Mehr oder weniger damit ging es wahrscheinlich los. Zumindest würde ich behaupten, dass es eines der ersten Bücher ist, mit dem ich mich der Mythologie der Griechen genähert habe. Ich habe im Hinterkopf das Gefühl, dass ich auch als Kind und als Jugendliche deutlich mehr Bücher gelesen habe, aber so weit führt meine Goodreads-Bibliothek einfach nicht zurück und leider nutzt es auch nicht allzu viel, durch meine Bücherei hier in meiner Heimatstadt zu stöbern, denn das Angebot hat sich über die letzten Jahre einfach viel zu sehr verändert, als dass ich da noch weitere Spuren entdecken könnte. Aber Percy Jackson ist sicherlich ein wahnsinnig prominentes Beispiel dafür, wie mythologische Geschichten einen modernen Touch bekommen können und damit wahnsinnig zugänglich werden für Kinder, Jugendliche und jeden anderen Alters. Leser jedem Alters können, glaube ich, aus diesen Büchern wahnsinnig viel mitnehmen. Sie machen auch einfach total viel Spaß zu lesen. Percy Jackson ist ein junger Halbgott, der Sohn von Poseidon, und dieses Buch hier ist das erste einer sehr, sehr langen Reihe von Rick Riordan Büchern, die sich mit der griechischen Mythologie, später auch der römischen Mythologie auseinandersetzen. Es gibt Crossover in die nordische Mythologie und in die ägyptische Mythologie, und was ich total spannend finde, ist, dass er auch die Tür geöffnet hat für jede Menge Autoren aus ganz anderen mythologischen Herkünften sozusagen, denn über seinen Imprint Rick Riordan Presents hat er vielen Autoren, die auf eine Art Own Voices Geschichten erzählen, die sich mit der asiatischen Mythologie in ihrer Vielfalt beschäftigen oder der afrikanischen oder der südamerikanischen Mythologie. Und großartig finde ich, dass der Ravensburger Verlag nach und nach diese Bücher auch übersetzt und herausbringt. Meine große Liebe ist weiterhin Percy Jackson und die ganzen Bücher, die darum folgten. Ich glaube, dass ich aus einigen der Geschichten ein Stück weit rausgewachsen bin und deswegen nicht mehr den idealen Zugang zu den neuen Ravensburger Büchern finde. Ich halte da aber immer die Augen auf, weil ich einfach wunderbar finde, wie man mit diesen modernen Geschichten mehr lernt über diese mythologischen Geschichten, die einfach auch wahnsinnig viel kulturell prägen. Percy Jackson ist verfilmt worden, nicht besonders gut, wobei ich Logan Lerman als Percy Jackson wahnsinnig gut gewählt fand. Aber die ganze Fanwelt hält den Atem an, denn Disney Plus ist ja gerade dabei, das Ganze neu zu verfilmen und als Serie herauszubringen mit einer starken Beteiligung des Autors. Und deswegen besteht die Hoffnung, dass es dieses Mal deutlich besser laufen wird. Eine ganz andere Art, die mythologischen Geschichten der Griechen zu interpretieren und modern zu machen, ist Great Goddesses von Nikita Gill. Life Lessons from Myths and Monsters ist ein Gedichtband, der die verschiedensten Figuren aus der Mythologie, hauptsächlich tatsächlich die weiblichen Göttinnen, Musen, Titaninnen, darstellt und in die Moderne hebt. Die Gedichte beschreiben, wo die Göttinnen herkommen und die Götter herkommen, was sie ausmacht, was sie wollen und wie sie mit der modernen Welt tatsächlich ein Stück weit zu kämpfen haben. Und mich hat dieses Buch total beeindruckt und total mitgenommen. Ich habe das langsamer lesen müssen, als ich normalerweise lese, einfach so ein bisschen häppchenweise, damit ich das auch wirklich in mich aufnehmen kann. Ein sehr intensives Buch für jemanden, der sich für diese Geschichten interessiert. Und vor allen Dingen auch mein Zugang zu moderner Lyrik. Das fand ich ganz großartig, dass ich da über ein Thema, das mich so begeistert und interessiert, endlich auch einen Zugang finden konnte, und es ist eine ganz spannende Art, diese Geschichten neu zu interpretieren. Ich habe mich seit dem letzten Sommer durch die Ilias von Homer gearbeitet, eine der Ursprungsgeschichten, eines der großen Kapitel der griechischen Geschichte, die Geschichte des Trojanischen Krieges, die ja ihren Anfang genommen hat mit einem Streit der Göttinnen, der mehr oder weniger gelöst wurde, allerdings auf der menschlichen Ebene dann eben diesen andauernden Krieg ausgelöst hat. Und
Mit diesem beschäftigen sich relativ viele der Bücher, die ich euch jetzt noch zeigen werde. Als erstes hätte ich da Die Stille der Frauen von Pat Barker. Das hat auch einen Nachfolgeband, der im Deutschen Die Stimme der Frauen heißt, der im Frühjahr diesen Jahres rausgekommen ist, den ich aber tatsächlich noch nicht gelesen habe. Der steht noch auf meinem Wunschzettel. Die Stille der Frauen erzählt die Geschichte der Frauen im Trojanischen Krieg. Denn natürlich ist alles, was es so an Ursprungsliteratur darüber gibt, sehr männlich geprägt und erzählt die Geschichte von Achill, von Agamemnon und Menelaus, die Männer, die da im Vordergrund standen, Odysseus beispielsweise ebenfalls, so sehr, dass wir beim Lesen der Ilias teilweise überhaupt nicht mehr hinterhergekommen sind, wer ist, wer was gemacht hat und wer mit wem verwandt ist. Dieses Buch erzählt die Rolle der Frauen in diesem Krieg und wie es schon sagt, die Stille der Frauen, eben tatsächlich, wie viel darüber nicht gesagt würde. Und im Mittelpunkt steht Briseis, das ist eine gefangene Sklavin, die dem Haushalt von Achill zugeführt wird, weil er derjenige war, der ihre Heimatstadt an vorderster Front zerstört hat und alle Frauen gefangen genommen hat. Weswegen er das Recht hat, als allererstes eine neue Sklavin auszusuchen. Und Briseis ist die Figur, die eine sehr entscheidende Rolle im Krieg gespielt hat, denn über ihr ist der Streit zwischen Achill und Agamemnon ausgebrochen, was dazu geführt hat, dass Achill und seine Männer sich aus dem Krieg zurückgezogen haben, die Griechen dann wahnsinnig viel an Boden verloren haben und alles irgendwie den Bach unterging. Das erzählt Briseis Geschichte. Für mich ein bisschen zu... wie soll ich sagen? Für mich fehlte da ein bisschen was. Für mich war es vielleicht ein bisschen zu flach. Ich war aber zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen übersättigt von dem Trojanischen Krieg. Vielleicht liegt das einfach daran. Ich bin auf jeden Fall neugierig auf die Fortsetzung. Die werde ich also auf jeden Fall lesen. Und bis dahin ist das ein schöner Blick mal in die andere Richtung. Stephen Fry ist jemand, der sich extrem mit den griechischen Geschichten auseinandergesetzt hat und der inzwischen tatsächlich, ich glaube, im Englischen schon 4 Teile herausgebracht hat seiner Serie, die diese Geschichten nacherzählt, neu erzählt. Vielleicht ist der 4. auch tatsächlich noch nicht raus. Im Deutschen sind bisher 2 erschienen, nämlich einmal Mythos und einmal Helden. Mythos habe ich schon gelesen, Helden liegt noch auf meinem Sub, das muss ich mir noch vornehmen. Und Mythos erzählt die Geschichte der Götter und was sie uns heute zu sagen haben und wie wir die Geschichten heute noch für uns verwenden können. Und erzählt wirklich vom Anfang der griechischen Geschichte, vom Anfang der Welt, wie sich die Welt entwickelt hat und wie sich die Kriege der Titanen, Riesen, Götter erstreckt haben über mehrere Äonen wahrscheinlich, wer die Götter heute sind und woher sie kommen. Und ich glaube, dass es in Helden eben um die menschliche Seite geht, das heißt die ganzen Helden, die für die Götter eben irgendwann ihre Kämpfe und Abenteuer ausgefochten haben. Das heißt, hier auf dem Klappentext sieht man, dass Jason genannt wird und Theseus und wahrscheinlich auch, hier steht Ödipus und wer da noch alles sein wird. Ich habe eine grobe Vorstellung davon. Ich weiß aber, dass ich auch aus diesem Buch wieder herausgehen werde mit wahnsinnig viel neuem Wissen und hoffe sehr, dass ebenfalls die beiden weiteren Bände übersetzt werden, die sich auch mit dem Trojanischen Krieg und mit der Odyssee beschäftigen. Und die Odyssee von Homer muss ich auf jeden Fall auch noch lesen. Die steht schon im Schrank und warte darauf, dass ich genug Kraft finde, dieses Werk anzufangen. Stephen Fry erzählt das auch alles wahnsinnig humorvoll mit seiner üblichen Stimme. Das ist wahrscheinlich etwas, was man als Hörbuch im Original sehr, sehr gut hören kann. Ich habe sie als deutsche Bücher im Schrank stehen und habe sie ebenfalls sehr genossen. Womit wir zu der Autorin kommen, die in den letzten Jahren den Fokus am meisten auf die griechische Mythologie verschoben hat, denn Madeline Millers Das Lied des Achill ist, glaube ich, eines der Bücher, das überall BookTok, Bookstagram, BookTube rumgegangen ist und zu Recht geliebt wird. Ich besitze auch Ich bin Circe von Madeline Miller, allerdings ohne den Schutzumschlag, der hat es nämlich den hat's zerfetzt. Da brauche ich irgendwann auf jeden Fall mal, weiß ich nicht, die neue Ausgabe oder ein Buch, den Schutzumschlag neu von jemand anderem, ich weiß es auch noch nicht. Bis dahin erzählt Das Lied des Achill die Geschichte von Achill und zwar sehr modern. Das sind beides Bücher, die würde ich nicht zwangsläufig dem Fantasy-Genre zuordnen, obwohl es natürlich wahnsinnig viel um die Götter geht, aber es ist mehr historische Fiction, die einfach voraussetzt, dass es die Götter so, wie sie beschrieben sind und mit den Kräften, die sie haben, gegeben hat. Das heißt, alles, was wir an Schicksal und an Halbgöttern eben kennen, nehmen wir hin und erzählen dann,
die Geschichte nach, das heißt Achills Leben und Achills große tragische Geschichte, nicht nur seine tragische Lebensgeschichte im Trojanischen Krieg, sondern auch seine tragische Liebesgeschichte mit einem Freund von ihm, einem Weggefährten von ihm, die einem das Herz zerreißt. Ich bin aber tatsächlich der größere Fan von Ich bin Cersei. Ich werde das Cover mal einblenden, damit ihr euch das anschauen könnt, weil es eine starke Frau zeigt und darstellt und damit für mich tatsächlich noch ein bisschen mehr gemacht hat mit mir. Denn Circe ist die Tochter einer Titanin, glaube ich, und eines alten Meeresgottes und ist diejenige, die verbannt wird auf eine einsame Insel für immer. Und sie hat auch eine wahnsinnig spannende Lebensgeschichte und Familiengeschichte drumherum, die immer mal wieder angedeutet wird und die man, glaube ich, in anderen Büchern ein bisschen besser kennenlernen kann. Circe selber hat viele Verbindungspunkte zu den Helden, die man aus anderen Geschichten kennt. Beispielsweise ist Odysseus einer der Männer ihres Lebens. Und diese Frau dabei zuzusehen, wie sie wächst und stark wird und sich selber findet, hat einfach richtig Spaß gemacht und ist deshalb ein Buch, das ich wirklich jedem empfehlen würde, der vielleicht nichts mit Fantasy am Hut hat und vielleicht auch nicht zwangsläufig was mit der griechischen Mythologie am Hut hat, aber gerne über starke und spannende Frauenfiguren liest. Ein Buch, das ich nicht besitze, aber dieses Jahr gelesen habe, ist Ich, Ariadne von Jennifer Saint, das zur Abwechslung mal nichts mit dem Trojanischen Krieg zu tun hat, sondern die Geschichte von Ariadne erzählt, die die Schuldige daran ist, dass der Minotaurus getötet wurde, denn sie ist seine Schwester und hat dem Helden, der in dieses Labyrinth herabsteigen sollte, um es zu töten, den berühmten Faden gegeben, mit dem er aus dem Labyrinth wieder entkommen konnte. Und es erzählt ihre Geschichte, wie sie eben am Ende ein sehr tragisches Leben erleben musste. Ein Buch, das mich leider auch nicht ganz catchen konnte, weil ich mit Ariadne als Figur zu wenig anfangen konnte oder zu wenig eine Verbindung zu ihr aufbauen konnte. Was aber tatsächlich einen super spannenden Blick mal in eine ganz andere Geschichte aus dieser Götterwelt und Heldenwelt erzählt, die ich so noch nicht lesen durfte. Und sie hat einen größeren Bogen gespannt, als ich eigentlich am Anfang dachte. Ein bisschen wusste ich nicht so genau, was eigentlich der Kern der Geschichte sein sollte. Aber wer sich für diese Geschichten interessiert und diesen Trend mag, die Heldengeschichten aus Sicht der Frauen zu lesen, für den ist dieses Buch wahrscheinlich auf jeden Fall etwas. Und die Autorin bringt, glaube ich, auch demnächst ein weiteres Buch raus, das sich mit weiteren Figuren beschäftigt. Von daher, da werde ich auf jeden Fall auch die Augen aufhalten. Dann kommen wir zu einem meiner Highlights aus diesem Jahr, nämlich aus dem Februar. Da habe ich Lovely War von Julie Barry gelesen, was jetzt mal was ganz anderes ist. Denn das erzählt nicht so sehr die Mythologie nach, eigentlich gar nicht. Denn es erzählt tatsächlich die Geschichte von vier Personen im Ersten Weltkrieg, die aber stark gesteuert und gelenkt werden von verschiedenen Göttern, nämlich unter anderem Aphrodite, Hermes hat seinen Teil dazu beigetragen, Apollo hat seinen Teil dazu beigetragen, Ares natürlich, der ja als der Gott des Krieges am meisten profitiert hat von diesem Krieg. Und es wirft einen ganz spannenden Blick auf diese Figuren am Rande, denn die Götter treffen sich in einem Hotelzimmer und erzählen die Geschichte von diesen vier Figuren nach, weil sie eine Art Gerichtsprozess abhalten über die Untreue von Aphrodite. Und ich fand es so spannend, sie wahrzunehmen, mal abseits von diesen Heldengeschichten des alten Griechenlands. Und ich fand es total cool, dass das so zusammengefügt wurde. Und es ist auch einfach wunderschön geschrieben, deswegen hat das Lesen so viel Spaß gemacht. Und zum Abschluss kehren wir dann doch noch einmal zum Trojanischen Krieg zurück. Und zwar noch einmal zu einer feministischen und frauengeprägten Perspektive darauf. Denn A Thousand Ships von Natalie Haynes erzählt die Geschichte von sehr, sehr vielen Frauen in sehr kurzen, teilweise auch etwas längeren Anekdoten rund um den Trojanischen Krieg. Das heißt, sowohl aus Sicht der Trojaner, aus Sicht der Griechinnen, aus Sicht von Sklavinnen vor Ort, als auch von daheimgebliebenen Ehefrauen. Jeder, der oder jede, die in irgendeiner Weise von diesem Krieg betroffen wurde, allerdings bisher nicht gehört wurde. Namen, die man vorher noch nie gehört hat, Namen, die man dachte gut zu kennen. Ein wahnsinnig spannender Blick auf diesen Krieg, der einen auch so ein bisschen drüber nachdenken lässt, dass das wahrscheinlich
sehr, sehr sicher in jedem Krieg so ist. Dass es eben vor allen Dingen die ungehörten Stimmen sind, die viele tragische Geschichten zu erzählen haben und die es nicht leicht haben und die überlebt haben und weiterleben müssen. Und Natalie Haynes hat auch viele andere Bücher geschrieben, die sich mit mythologischen Themen beschäftigen, von denen ich auch einige auf meiner Wunschliste habe. Und ich glaube, das nächste, was von ihr herauskommt, ist ein Buch über die Medusa. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Das werde ich mal schauen, dass ich das über kurz oder lang in meiner Leseliste hinzufügen werde und vielleicht auch meinem Sub. Und bis dahin ist es für heute das letzte Buch, was ich euch vorstellen möchte. Es sind also einige Bücher, die ich zu diesem Thema schon gelesen habe. Ich bin aber immer auf der Suche nach neuen Perspektiven, neuen Geschichten, neuen Inspirationen und würde mich total freuen, wenn ihr Empfehlungen habt und mir die in die Kommentare schreibt. Seid ihr auch Fans der griechischen Mythologie oder gibt es eine andere Mythologie, die ihr noch ein bisschen spannender findet? Auch das schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich zurück in die Welt der Bücher und wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video. Thank you.